Willkommen zurück zu Clock Tower 3. Ja, im letzten Part ist die 15-jährige Studentin Alyssa Hamilton nach Hause zurückgekehrt, weil sie einen seltsamen Brief von ihrer Mutter erhalten hat. Ihre Mutter war jedoch nicht da, stattdessen geht ein seltsamer alter Mann im Haus umher. Der sagt, er hätte auf diesen Tag, der übrigens Alyssas Geburtstag ist, gewartet. Nun ist Alyssa auf der Suche nach ihrer Mutter, hat sie aber nirgends finden können. Stattdessen fand sie ein Geheimzimmer, in dem eine Flasche mit heiligem Wasser für sie hinterlegt war, zusammen mit einem Brief von ihrer Mutter. Ja, und jetzt sind wir kurz davor, Nancy's Zimmer zu betreten. Was wird Alyssa dort im Raum ihrer Mutter erwarten? Schauen wir doch mal nach. Sieht da alles recht normal aus. Muss in Eile gewesen sein. Der Schrank ist immer noch offen. Sie ist Hals über Kopf verschwunden. Hier sind Bücher, zu denen sie nichts sagt. Ist angehalten. Du brauchst extra Aufziehschlüssel, um sie zum Laufen zu bringen. Wer ist das hier? Wer ist das auf dem Porträt? Das ist da schon ewig. Sieht aus wie eine Königin oder dergleichen. Mutters Bett. Sie hat das Haus zwar eilig verlassen, aber ihr Bett hat sie trotzdem noch gemacht. Okay, ihr habt sicher schon bemerkt, dass die ganze Zeit da was am Tisch blinkt und ja, sehen wir uns gleich an. Da ist ein Computer auf dem Tisch. Ich wünschte, ich hätte auch einen. Ja, deine Familie scheint doch recht wohlhabend zu sein. Kauf dir doch einen von deinem Taschengeld. Nun gut, was glitzert denn da? Ah, ein Foto. Ach ja. Wo ist die Mutter nur hin? Mom, I came back home. I know you told me not to, but I couldn't help it. I'm so worried about you. Where are you, Mom? Der alte Mann? Musik her. Who's playing that? Where's the sound coming from? Who's doing that? Leicht übertriebene Reaktion von dem Mädel, aber es ist schon seltsam. Wo kam diese Musik her? Und was ist jetzt? Sind wir jetzt ganz woanders. Das sieht nicht gerade aus wie das Haus der Hamiltons. Die Tür ist versiegelt. Tja, und da kein Symbol drauf ist, wird auch kein heiliges Wasser helfen, um die aufzubekommen. Und hier... Was zum
Wo zur Hölle sind wir? Ach du. Damn. Ist ja wie im Krieg hier. Na, das war knapp, würde ich sagen. Da ist wieder diese Musik. Die scheinbar ziemlich laut ist, dass sich sogar den Explosionslärm, das Brandlärm hier in der Gegend übertönt. Wow. Also was immer hier los ist, ist... Gott, die ganze Stadt ist zerbombt. Nun gut, sehen wir uns halt mal ein bisschen um. Ja. Yay, mit der Dose spielen. Gut, da glitzert was. Oder? Ne, scheinbar nicht. Irgendwas hält diese Tür verschlossen. Der hat's nicht mehr geschafft. Ruhe in Frieden. Der Ring. Gib mir meinen Ring zurück. Ja. Ja, erinnert ihr euch noch an den Brief von Alistairs Mutter? Dort wurde ja erwähnt, dass Menschen, die eines unnatürlichen Todes gestorben sind, noch etwas in dieser Welt zu erledigen haben. Und wir können sie nur erlösen, wenn wir ihr sentimentales Objekt finden. Ja. Das Objekt dieser Armseele ist dieses Verlobungsring. Damit wollen wir... Okay, kommt noch mal eine Erklärung dazu. Spirituelle Heilung. Wenn du ein sentimentales Objekt findest, das einer Person gehört, die eines unnatürlichen Todes gestorben ist, gib es dem rechtmäßigen Besitzer zurück. Ist es ein Ring, lege ihn in seine Schachtel. Ist es ein halber Herzanhänger, setz ihn mit der anderen Hälfte zusammen. Durch Rückgabe dieser sentimentalen Objekte werden die Geister geheilt. Alissa erhält dann ein anderes Objekt oder wertvolle Informationen. Ja. Wir müssen nochmal erklärt bekommen. Mit diesem Ring können wir nun diese arme Seele erlösen. Die Explosion. Es sieht aus, als ob er von etwas verbrannt wurde. Eine leere Ringschachtel. Hat jemand den Ring gestohlen? Nein, Dummerchen, du hast ihn doch im Inventar. Also, dann leg ihn mal zurück. Und der liebe Geist steckt in den Himmel auf. Und hinterlässt uns einen Siegelstein. Ich will mal kurz gucken, was der nochmal macht. Siegelstein nimmt einmal für dich einen Angriff auf sich. Ah, okay. Wird ein Angriff ab. Okay. Das hier ist ein Löwenbrunnen. Ein Wasserspender in der Form eines Löwen. Hier kannst du Spieldaten speichern und das heilige Wasser auffüllen. Und ich möchte mal kurz auffüllen. Speichern wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ja, Slot 1.
Und? Tick-Tack, Tick-Tack. Ja, das erste Speichern ist immer ein wenig länger. Normal geht das schneller vonstatten, aber egal. Ja, aber hier kann ich mit der Dose spielen. Ah, das ist doof. Ich kann nur einmal dagegen treten. Okay, egal. Die Musik wird immer lauter. Sie scheint von da hinten zu kommen. Ich kann ein Piano hören. Kommt das von der Halle da drüben? Ja, wenn das Piano so laut ist, würde ich für das Konzert, glaube ich, keine Eintrittskarten zahlen, denn man hört es eh in der ganzen Stadt. Na gut, dann lass mich da durch. Die Musik ist verstummt. Hat das etwas zu bedeuten? Ah, okay. Scheinbar nicht. Gehe ich jetzt lang oben oder unten? Ah, lässt du mich los? Okay, hier ist jemand gestorben. Es ist über und über voll mit Blut. Gehört das einem Opfer? Der Eintrag beginnt mit Darling. Muss für ihren Verlobten sein. Da liegt wohl ein Tagebuch oder ein Brief. Wenn es da unten mal nicht schon wieder das sentimentale Objekt für den lieben Geist hier ist. Ja, soweit ich mich erinnern kann, liegen die sentimentalen Objekte wirklich immer ziemlich in der Nähe. Goldene Füller. Ah, lass mich los. Naja, gut, dass du dich verkrümelst, sonst. Wow, mit etwas heiliges Wasser. Und ja, toll, ich bin hinter dem Stand. Gut, jetzt aber. Jetzt. Und sei erlöst. Sehr schön. Unsere Belohnung dafür ist etwas. Ah, ein Tarnring. Ja, der macht uns für kurze Zeit, glaube ich, unsichtbar. Wenn ich mich recht entsinne. Ring für zeitweise Unsichtbarkeit. Sehr schön. Ach ja, nochmal kurz was zum Menü. Ja, hier haben wir unser Inventar. Und wie man gerade die Seiten wechselt. Ja. Hier haben wir eine Karte des Gebiets. Die wird mit jedem neuen Raum immer aktualisiert. Dann können wir uns hier noch die bisher erhaltenen Dokumente anschauen. Und dann gibt es hier noch wichtige Objekte. Ja, das ist immer so ein extra Screen, ist das ein bisschen unnötig, aber egal. Gut, hier haben wir unsere Flasche mit heiligem Wasser. Was auch bisher unsere einzige Waffe ist in dem Spiel. Und ja, ihr seht, so viel Platz ist er nicht. Viel werden es nicht mehr werden. Heilige Flasche Level 1. Ja, mit jedem weiteren Level, den wir später erhalten, wird unsere Anzahl an Wasserspritzern erhöht. Aber dazu mit der Zeit später. Gut. Und die Optionen, ja, sind selbsterklärend. Gut.
Soviel zum Menü und jetzt weiter im Text. Hallo. Aber jetzt echt keiner da. Keiner traut sich auf die Straße. Aber hier ist auch nichts weiter zerstört. Das Gebiet scheint wohl von Bomben verschont geblieben zu sein. Da unten glitzert was, das würde ich mir gleich mal holen. Könnte ja wichtig sein. Etwas Lavendelwasser. Aber die Musik hört immer wieder auf. Da ist ein Siegel dran. Sollen wir das mal da schauen oder gehen wir zur großen Halle? Ach komm, ich bin neugierig. Gucken wir uns mal die Tür hier an. Scheint eine Boutique zu sein. Okay, vielleicht kann sich die Gute ja mal neu einkleiden, weil ihre... ja... Schuluniform oder Schulkluft, was sie da anhat. Naja. Ist nicht gerade mein Fall. Oh, hier wurde scheinbar schon eingebrochen. Und da glitzert wieder was. Noch mehr Lavendelwasser. Ja, jetzt gibt's aber rund hier. Kleidung aus dem Laden liegt achtlos herum. Seltsam, seltsam. Der Besitzer scheint auch nicht zu Hause zu sein. Ja. Zwei Türen. Na komm, jetzt steh ich vor der. Jetzt nehme ich sie auch. Ist das... Blut? Abgesperrt. Geht nicht auf. Boah, hier hat jemand aber irgendwie ganz schön gewütet, hä? Ein Zeitungsartikel. Tragödie zu Weihnachten. Junge Pianistin brutal ermordet. Weihnachten 1942. Ah, 1942, also sind wir wirklich zu Kriegszeiten unterwegs. Wir sind hier im Zweiten Weltkrieg. So, so. May Norton, 12 Jahre, wurde in Nortons The Taylor ermordet, aufgefunden. Sie wurde von Jane Stride, der Kinderfrau der Familie Norton, gefunden, die nach Hause kam und das Opfer regungslos mit einer Kopfwunde auffand. Eine Autopsie zeigte, dass ein Schlag auf den Schädel mit einem schweren, stumpfen Gegenstand zum sofortigen Tod führte. Es wurden bisher keine Verdächtigen genannt. Das Opfer hatte am Vortag, am 15. jährlichen Pianowettbewerb in der Victoria Hall in Kensington teilgenommen. Als vollendete Pianistin setzten viele auf Miss Norton als Siegerin, aber ein unglücklicher Fehler in ihrer Darbietung verhinderte ihren Sieg. May lebte alleine zu Hause, seit ihr Vater William Norton, ein Offizier, im Juli an der Front, seit ihr Vater William Norton, ein Offizier, im Juli an die Front zurückkehrte. Gut, dann ist das hier die Boutique einer ermordeten Pianistin, oder? Gut, hängt das Pianospiel irgendwie damit zusammen? Seltsam. Was zum? I don't know.
du heilige... Nein! Dad. Haben wir gesehen. Oh, Schande. Alyssa. Woher kennst du ihren Namen? Okay, Leute, unser erster Gegner. Doch kurz noch eine Erklärung. Ausweichpunkte und Versteckpunkte. Wenn Alyssa von einem Feind flieht, können bestimmte Bereiche zu leuchten beginnen. Das sind Ausweichpunkte und Versteckpunkte. Nähere dich dem Bereich und drücke die Suchtaste, damit Alyssa ausweichend reagiert oder ihren Angreifer abwehrt. Achtung, die meisten Ausweichpunkte können nur einmal benutzt werden. Drücke die Suchtaste vor einem Versteckpunkt, damit Alyssa dort Zuflucht suchen kann. Die Kamera wechselt während des Verstecks in eine Ein-Personen-Sicht, also Ego-Ansicht. Versteckpunkte können meist mehrmals benutzt werden. Wenn das Panikmeter beim Verstecken Maximum erreicht, wird Alyssa aus ihrem Versteck laufen. Achte im Versteck stets auf das Panikmeter. Leute, jetzt wird's ernst. Ah, wir haben den ersten Verfolger an der Backe. Wow, lauf doch, Mädel. Aua, der Schlag saß. Psycho. Oh, wer schwinde. Wow, so das Ding ist leer. Wow, knapp, die Tür ist dicht. Knapp gesperrt. Ich bin weg. Zum Glück hat er eine lange Ausholphase. Geh mal lieber nicht in den Raum, wo gerade die andere drin war. Ich glaube, das ist da drüben meine Sackgasse, deswegen. Ah ja. Kurz ab. Gut. Da, ein Versteckpunkt. Er hat's gesehen. You're mine now. Oh, die Anzeige ist fast voll. Mädel hat Panik. Wir sind Panikzustand. Ah. Ja, das ist der volle Panikmeter. Ein Treffer und wir sind down. Wir haben jetzt nur den Angriff überlebt, weil wir sollen...